Wow. Schule. Wie lange willst du uns noch warten lassen? Ich habe mir jetzt die Zeit genommen, dich abzuholen. Wir sind keine 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Du könntest dich wenigstens beeilen. Das waren nicht mal 5 Minuten. Außerdem musst du mich ja auch nicht jeden Morgen abholen kommen. Ich möchte nur, dass du weiter zur Schule gehst. Sonst hätte ich ein Problem. Ja, du sollst der Präsi dankbar sein und früher fertig sein. Also wenn wir sagen würden, wir haben gefrühstückt, was gegessen, wäre er, glaube ich, ruhig. Wach doch eine halbe Stunde früher auf. Mann, jetzt regt euch mal ab und lasst mich in Ruhe. Ich habe meinen eigenen Ritt. Ja, er hat seinen eigenen Ritt. Vielen Dank, dass ihr alle mitmacht. Guten Morgen, Stella. Wie macht sich Gio so? Er war lange nicht in der Schule, deswegen hinkt er den anderen vielleicht hinterher. Machen Sie sich keine Sorgen, Miss Stella. Ich bin die Klassensprecherin der 5a der Echo-Schule, nun am Platz. Ich habe meine Klassenkameraden immer im Auge. Oder, Gio? Leider. Oh, verstehe. Na, ich hoffe, ihr beide bleibt weiterhin gute Freunde. Nein! Aber selbstverständlich! Oder? Was? Sick? Ja, klar. Sicherlich. Wow, echt? Super. Schön, dass sie eher so gute Freunde gefunden hat. Bin ich froh. Wenn sie wüsste. Oh, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Das wollen wir doch nicht. Dann ab mit euch. Auf bald. Ciao, Miss Stella. Auf geht's, Leute. Ja, meine Schule, ich freue mich so sehr, ich freue mich so sehr. Ich dachte schon, die Mutter geht jetzt mit zur Schule, aber nein, tut sie nicht. Wir gehen lahmarschig wieder zur Schule, was ich vielleicht rausschneiden werde. Nein, das werde ich nicht rausschneiden, das müsst ihr lesen. Also selbst lesen geht ja, aber so schnell nachsprechen und so geht nicht. Ja, sicher, alle hängen da oben in der Ecke? Na, mal gucken, was das für eine Mail war. Nein, Lorenz. Noch ein FM-Jam in Echelberg. Ja, es geht uns gut. Best Combo. Das erkläre ich vielleicht, wenn ich eine hinbekomme. Aber das ist auch nicht so wichtig. Und ja, ab in den Unterricht, würde ich sagen. In den Unterricht. 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 Noch mehr Unterricht. Scheiß Direktor, was hast du zu sagen? Nur guten Morgen und wer ich bin und super, dass ich zur Schule gehe oder was für ein Scheiß. Du bist ein Scheißdirektor, also wirklich. Du zwingst uns dann da unsere Gehirne zum Schmelzen zu bringen. Wir müssen mit dem reden, habe ich recht. Nein, wir finden uns nicht als Teil der Klasse. Komm, wir reden jetzt mit unserem Stuhl und... Nichts? Mit wem müssen wir denn noch reden? Ja, bla bla bla, müssen wir wieder mit allen reden oder... Mal, dir gefällt... Nein, auf keinen Fall. Wir sind hier. Müssen wir etwa mit ihm reden? Ach nee, wir müssen, glaube ich, nur mit Pat reden. Das stimmt, er war ja nicht da. Eingeführt, bla bla. Was? Müssen wir doch mit allen reden? Stirbt. Stirbt, Leute. Stirbt einfach. Ich hasse reden, das... Das ist einfach nur unnötiges Zeug, was meistens nichts mit irgendwas zu tun hat. Seit die ganze Zeit nur Hausaufgaben vergessen, wie die Lehrer ist, wie es ihnen geht, was sie von mir halten oder so ein Scheiß, das interessiert der Story doch gar nicht, oder? Nach der Schule gehen wir mal alle schön aufs Klo. Es ist nach der Schule, warum sitzen wir im Unterricht? Und das war es für heute. Jetzt geht ihr alle sofort nach Hause, dass ihr mir nicht irgendwo herumstreunt. Oh, Bud, ich warte nicht auf deine Mathe-Hausaufgaben, wenn du sie morgen nicht hast. Gibt es ganz schön Ärger. Oh Mann, bloß nicht. Dann tut mir der Kopf vom Denken weh. Was, das kann man missverstehen. Hm? Vor 3 Tagen warst du noch angeblich damit fertig. Hattest sie aber dann nur vergessen? Haha, verplappert. Präsi. Schau nicht mich an.
Mach deine Hausaufgaben alleine. Wenn ich dir helfe, kann keiner was davon. Oder, Mr. Shepard? Stimmt genau. Du musst es alleine versuchen und nicht nur die ganze Zeit essen. Aber das mache ich doch immer und gebe alles. Das ist aber komisch, denn deine Hausaufgaben haben immer dieselben Fehler wie die von Zack. Zufall? Ups. Er sollte doch nicht alles 1:1 abschreiben. Und die Klasse lacht. Bitte Lache einfügen. Wir lachen auch. Nein, wieso sagst du das? Die Schule ist eigentlich gar nicht übel. Doch! Vielleicht in der fünften nicht, aber... Egal. Mr. Shepard und die anderen sind echt nett. Dass die Schule so viel Spaß machen kann. Eine letzte Sache noch, Gio. Könntest du nach dem Unterricht in den Studio kommen? Ja, in den Studio, in der Sportsaal! Ich möchte was mit dir besprechen. Keine Angst, es ist nichts Schlimmes. Jawohl. Gut, ihr seid entlassen. Und denk an deine Hausaufgaben, Bud. Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen, ciao. Oh man. Noch mehr Sequenzen. Ganz ehrlich, was denkst du dir? Mach doch wenigstens mal deine Matheaufgaben. Mann, ist das peinlich, mit dir verbrüdert zu sein? Hätte ich nie gedacht. Tut mir leid, Prezi. Zack, du gehst sofort mit Bert nach Hause und ihr kümmert euch um das Matheproblem. Eine Frage, warum hat Zack Fehler in Hausaufgaben? Er sieht nur so aus, dass er keine macht. Aber er sollte das doch alleine machen. Außerdem kommt meine Lieblingsserie. Glaubst du, dass Bud das alles bis morgen alleine schafft? Wohl kaum. Deswegen, marsch, marsch, an die Arbeit, ihr zwei. Ja, Prezi. Verstehe, Bud. Wir gehen, komm. Armer Zack. Hör auf zu schlurfen und lauft los. Alter, wie die immer einhältst, die will ich nicht in der Klasse haben. Ist es denn ein Wunder, dass ich mit solchen Brüdern immer so müde bin? Nein, du hast einfach zu wenig geschlafen. Okay, das sind wir. Sie ist mal wieder richtig fröhlich. Ja, ist bestimmt anstrengend, ihr Bruder zu sein. Tja, ich muss jetzt ins Studio. In den Studio stand aber auch scheißegal. Okay. Das Spiel hat echt viele Fehler. Dann gehen wir noch mal kurz hier rein und dann wird das ja auch beendet. Dieser lange Part, der wieder mal in zwei Hälften aufgeteilt wurde. Entschuldigung. Wir sind jetzt in der Studio. Hier drüben. Hier sind wir. Wer ist wir? Ups. Scheiß Dreck, der Polizist! Wo ist Baseball? Was ist los? Komm, sag guten Tag. Von wegen, dass es nicht schlimm ist. Allein, dass der da ist, ist schlimm. Das ist Mr. Bob Copper von der Satellapolizei. Er untersucht die Vorfälle, die hier vor ein paar Tagen stattgefunden haben. Okay, jetzt habe ich seine Stimme vergessen. Egal. Hab dich länger nicht gesehen. Weißt du, wie heißt du nochmal? Gio, oder? Jawohl. Wie kann ich Ihnen helfen? Indem du ein Baseball zückst und ihn in die Fresse wirfst. Du erinnerst dich an den Vorfall hier? Ja. Ich habe mich heute an der Schule umgesehen und jede Menge Z-Wellen geortet. Bei dem letzten Vorfall sind hier haufenweise Z-Wellen aufgetreten und das ausgerechnet an dem Tag, an dem du den Ort betrittst. An dem du 3 Jahre lang nicht gewesen bist. Oh, wir sind schuld, ja genau. Einen Augenblick, Mr. Copper. Ich habe den Vorfall zu verantworten. Dieses Kind hat nichts damit zu tun. Gut, er verteidigt uns. Es ist höchstens ein Opfer. Wir sind ein Junge, kein Zwitter.
Also wirklich, er, bitte, er. Wie viel Fehler hat das Spiel bitte noch? Bitte beruhigen Sie sich, Mr. Shepard. Ich sage nicht, dass er der Schuldige ist. Ich will nur wissen, ob er was weiß, von dem wir nichts ahnen. Ja, das tun wir, aber wir werden es nicht erzählen. Sie werden uns sowieso nicht glauben. Also, Gio? Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Aber du musst doch etwas wissen. Bei jedem Vorfall mit Z-Wellen bist du in der Nähe des Tatorts gewesen. Aber das heißt nicht, dass ich etwas weiß. Doch, das tut's. Na gut, Gio, erschrick jetzt nicht, aber Z-Wellen sind eine außerirdische Lebensform. Woher weiß er das? Das ist gar nicht gut. Wie viele weiß dieser alte Mann? Die Körper der Aliens bestehen aus EM-Wellen, die man nicht mit bloßem Auge sehen kann. Sie können in Menschen in der ihrer Nähe eindringen und sie dann zu üblen Taten zwingen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du vielleicht auch von einem besessen und dann wärst du eine Gefahr für alle Personen in deiner Nähe. Er gesagt, das Umgekehrte. Ich glaube, das ist schon längst zu spät. EM-Aliens, das ist ja köstlich. Die Kinder von heute fallen aber nicht auf sowas rein. Stimmt's, Gio? Nein! Nein, nein. Sind Sie jetzt zufrieden, Mr. Copper? Er weiß wirklich nichts über Außerirdische. Doch, das tun wir. Leider. Gio, geh jetzt heim. Mr. Copper und ich haben noch einiges zu bereden. Mr. Shepard, ich bestehe. Moment, es wäre unklug, sich auf die Seite des Lehrers zu schlagen. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Okay, ich glaube, das reicht für heute. Ich wollte dich nicht aufhalten, Gio. Wir sehen uns sicher bald wieder. Ja, und zwar beim nächsten Z-Wave-Vorfall. Ja, auf Wiedersehen. Kann ich denn nicht einfach beendet sein? Wir sind draußen, nein, wir müssen rausgehen und dann passiert noch was. Der Alte weiß über uns FM-Janer Bescheid. Wahrscheinlich wird er uns nur noch mehr auf die Pelle rücken. Gerade wo ich ein paar Freunde gewonnen habe. Ich kann das alles nicht gebrauchen. Tja, wenigstens dürfen wir jetzt noch Pause gehen. Ja, da freue ich mich. So, dann speichern und beenden. Speichern und beenden. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.